Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch heute zum ersten von, ich glaube, insgesamt 17 Spielen, die von Mr. Rabbit erstellt wurden. Und ich habe ja mal eine Umfrage gestanden lassen, welches Spiel ihr von ihm denn zuerst sehen wollt, beziehungsweise was ich zuerst spielen soll. Und die Wahl fiel auf End of World. Ja, gut. Allerdings wird es dieses Video dann quasi nur als Live-Premiere geben, nicht als Livestream, so wie ursprünglich geplant, da mein Laptop ja leider nicht damit klarkommt, wenn ich live streame, weil es dann unheimlich anfängt zu laggen und so weiter. Von daher geht das nur als Normalaufnahme und dann eben in Form einer Live-Premiere. Genau. Aber ich denke, das ist in meinem Fall eine recht gute Alternative, denn ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich irgendwann live streamen, aber erst, wenn ich einen ja, belastbaren PC habe, weil, wie gesagt, Laptops sind ja sowieso allgemein nicht so leistungsstark, deswegen, sobald ich dann einen PC habe, dann kann ich sicherlich auch irgendwann live streamen, aber das kann natürlich noch eine ganze Weile dauern, deswegen erstmal in dieser Form. So, ja, auf jeden Fall handelt es sich, wie gesagt, um das Spiel End of the World von Miss Rabbit und ja, es gibt auch keinen richtigen Startbildschirm, wie man sieht. Ja, was die Beschreibung des Spiels angeht, da stand sogar, dass man eigentlich nicht lesen sollte, worum es in dem Spiel genau geht. Weil, ja, es ist halt, man soll sich ja quasi, man soll das alles auf sich wirken lassen, einfach ohne da irgendwelche Vorkenntnisse zu haben am besten. Aber man sollte sich Taschentücher bereithalten, stand da auch, ne? Mal schauen, ob das tatsächlich so sein wird. Aber in meinem Fall wird das, glaube ich, nicht so nötig sein, denn ich bin ja ein sehr herzloser und eiskalter Let's Player, nicht wahr? Deswegen, ja, werden wir mit dem Spiel einfach starten. Und ja, offensichtlich sind wir eine Frau. Ja gut, kann natürlich auch ein Mann sein mit langen Haaren, das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall ein Mensch, so. Und er sieht ziemlich mitgenommen aus und verletzt und ja, ich denke, der Titel spricht für sich, End of the World, das Ende der Welt, das Ende einer Welt. Ja, und man sieht ja auch schon die kaputten Häuser, ich denke mal, es sollen Häuser sein, die vollkommen zerstörten Häuser. Ja, und okay, wir können uns langsam vorwärts bewegen. Aber wir können nicht zurückgehen und wir können auch nicht nach oben springen, nach unten. Es funktioniert quasi nur die rechte Pfeiltaste und Enter und so können wir auch nicht mehr nutzen. Wir können auch kein Menü öffnen, wir können quasi nur weiter vorangehen im Prinzip. Und auch ohne, dass es da irgendwie einen Titelbildschirm gab oder so. Also man wurde quasi direkt ins Spiel geworfen, ins Spiel geschehen. It hurts. Oh nein, das ist auf Englisch. Ja gut, es tut weh, das kriege ich noch hin. Ich hoffe, wenn es so einfach bleibt, dann ist ja alles gut. Okay, da sehen wir auf jeden Fall tote Bäume, ein Skelett. Und alles ist grau und grau. Okay, ein Auto. Mit einem toten Fahrer, wie es aussieht. I can't go on like this. Ich kann so nicht weitergehen. Aber wir müssen, wie es aussieht. Und noch ein toter Baum. Mit einem Loch drin. Ein Abgrund. Ah ja, jetzt können wir uns auch in beide Richtungen bewegen. Aber der Grafikstil, den finde ich ehrlich gesagt interessant. Ist mal was ganz anderes.
Man hat ja irgendwie quasi so eine 1, so eine 1D-Welt, ne, weil, also, ja. Es ist quasi nur eine Ebene sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. So, können wir damit irgendwas interagieren? Hiermit zum Beispiel. Das Ding lässt mich komischerweise nicht vorbei. So, auf jeden Fall, wir haben kein Menü. Wenn ich Enter drücke, passiert soweit auch erstmal nichts. Ich drücke mal alle möglichen Tasten, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Alle Buchstaben und so weiter. Shift eventuell, nö. Space. Ah, ja, das wollte ich noch sagen, Mensch. Mit Space kann man ja so interagieren, nicht mit Enter. Okay, cool, wie das hinter sich herschleppt. Okay, da ist auf jeden Fall noch eine Türe. Ja, hier sind so einige Türen. Ja, wo gehen wir denn zuerst hin? Ach komm, ist aber erstmal von links nach rechts. Also, das heißt, wir beginnen mit der seitlichen Tür. Aber die ist offensichtlich sowieso verschlossen, von daher können wir da nicht durch. Dann nehmen wir eben diese Tür hier. So, was haben wir denn zu fressen? Okay. Offensichtlich nichts, beziehungsweise der Kühlschrank ist verschlossen. Dann gehen wir halt raus. Ah, das Schlafzimmer der Eltern, wie es aussieht. Mum, dat. Honey, what is it? How late is it? Also Honig, was ist? Beziehungsweise Schatz, was ist? Wie spät ist es? I had a bad dream. Ich hatte einen schlechten Traum. Don't you have Mr. Rabbit with you? Oh, he is going to protect you. Mom and Dad need some sleep. Ist Miss Rabbit nicht bei dir? Ist also um die zu beschützen? Go back to bed, Schatz. Geh zurück ins Bett. Vater? Ja, cool. Ja, gut, schlaf ruhig weiter, ist okay. Aber mein Gott, wie geht's denn bitte mit dem Entwickler dieses Spiels um? Die schleift ja einfach hinter sich her. So, macht man doch nicht. So geht man doch nicht mit dem Schöpfer um. Na gut, aber da gehen wir deprimiert zurück ins Bett. Wir haben hier keine andere Wahl. Träumen wir schon wieder denselben Mist wie vorhin. So hungrig. Ja, dann ist so einfach was. Ist so alles kein Problem. Vielleicht sollte ich. Ja, vielleicht solltest du was. Kein Essen. Sicher? Nochmal gucken? Okay, geht nicht. Aber ich finde das schon irgendwie beeindruckend, wie das hier so gemacht ist. Mit der Animation und den, überhaupt diesen Grafikstil so. Ratte! Muss ich unbedingt einsammeln. Nichts, nur Müll. Ja gut, außer die Ratte. Komm hinterher. Oh. Kann ich nicht springen? Hui! Nö, wahrscheinlich nicht. Tja, scheiße, wa? Wieder nicht fündig geworden.
Scheiße, was bist du denn? Ein Rucksack. Da ist Essen drin. Oh, das ist doch gut. Habe ich jetzt auch ein Escape-Menü? Nö, aber nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass er gleich aufsteht? Das Areal sieht nicht sicher aus. Ich brauche einen Ort, um mich auszuruhen. Aber wo, aber wo? Ah, sieh sich das einer an. Hände über die Tasche jetzt. Bitte tu das nicht. Jo, das war mal ganz schön hintervorsichtig, möchte ich mal sagen. Dieser Angriff. Ja, komm schon, wach auf. Es war doch eh nur ein Traum. Was? Also, ich wache normalerweise immer auf, wenn ich im Traum sterbe. Aber sie zuckt noch ein Weilchen, bevor sie aufwacht, wie es aussieht. Warum ist der Mr. Rabbit denn jetzt unterm Bett auf einmal? Das ist gruselig. Kommst du nicht mit? Nö, der versteckt sich. Kann ich jetzt eigentlich da rein? Wahrscheinlich nicht, aber nö. Okay. Falco-Fernsehen. Vater. Wadis. Ist es nichts? Ja. Cooles Gespräch mit dem Vater mal wieder. Schatz. Ja. Du weißt, du bist meine Welt. Richtig, Schatz? Ja, dann rede doch mal mehr mit dir. Ich weiß, Vater. Bitte, vergiss das nie, egal was passiert. Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Und schon wieder sind wir irgendwo. Im Nirgendwo. Wahrscheinlich träumst du das wieder, nehme ich an. Entschuldigen mich bitte. Darf ich hier bei euch sitzen? Es ist so kalt. Geh weg. Schwinde. Wir brauchen keine weiteren Mund, den wir stopfen müssen. Bitte. Get lost, scheiße, was ist das nochmal? Geh verloren, weiß nicht. Auf jeden Fall, sie ist nicht erwünscht, das ist so viel sicher. Tja, dann müssen wir ja wieder gehen. Wir kommen ja nicht dran vorbei. Ja, immerhin war es wieder nur ein Traum. Und jetzt ist der Mr. Rabbit ganz verschwunden. Warum steht er jetzt? Das ist irgendwie gruselig, dass er sich von alleine fortbewegen kann, offensichtlich. Nanu? Warum ist denn die Tür da so halb angelehnt?
Ich verstehe es nicht. Warum musst du es sein? Wie könnte ich euch beide sonst beschützen? Indem ich hier sitze und nichts tue. Aber wir brauchen dich hier. Sie braucht dich hier. Glaubst du, ich weiß das nicht? Dann bleib. Bleib bei uns. Ich möchte nicht, dass du weit weg von der Familie stirbst. Ich werde nicht sterben. Aber wenn ich nicht gehe, wer will sonst was tun, um das zu stoppen? Ich muss gehen. Für sie. Oh. Okay, wir können auf jeden Fall nicht zurück. Jetzt gehen wir quasi mit beiden. Mit der Mutti und der Tod. Egal, was passiert. Lass meine Hand nicht los. Oh. Soldaten? Okay. Da sind schon die ersten Toten. Hab keine Angst. Wir gehen hier gemeinsam durch. Kriegsgeräusch auf jeden Fall, Explosion. Oh, Panzer. Ach du Scheiße, jetzt bin ich aber echt erschrocken. Jumpscare. Komm schon. RIP-Mutter. Würde ich mal sagen, denke ich mal. Ja. Also waren ihre Träume wohl schon sowas wie eine Vorahnung, kann man sagen. Oh Mann. Keine Sorge, sie schläft nur, da bin ich mir sicher. Mutter. Wach auf, Mutter. Wir müssen gehen, Mutter. Sie ist bereits gegangen, mein Kind. Mutter, steh auf. Mutter! Es war wieder doch nur ein Ton, das gibt's doch gar nicht. Lampe, die ist umgefallen hier. Und da draußen sieht's grau aus. Mr. Rabbit ist weg. Der ist wahrscheinlich schon abgehauen. Der Stuhl ist umgekippt. Oh. Und hier drin sieht's ja auch nicht mehr ganz so gemütlich aus. Ah, ist das ganze Haus weggebombt oder was? Das halbe Haus. Im Prinzip der Teil, wo die Eltern waren. Ich denke, wir haben den Tag gerettet. Huh. Was wirst du jetzt tun, jetzt wo das alles vorbei ist?
Ich gehe nach Hause, ja, was leider nicht mehr da ist. Oh mein Gott. Der gruselige Mr. Rabbit. Was macht der im Baum? Warum? Er lebt. Oh mein Gott. Das gibt's einfach nicht. Oh. Sie ist also tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. End of the World by Mr. Rabbit Leo G. Rabbit Bite Game 2016. Ja, ich meine, er hat mir gesagt, das ist irgendwie in so einer Contest-Version entstanden, das Spiel. Ja, halt ziemlich kurz. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist natürlich sehr bitter, sowas. Wie gesagt, das war ja im Prinzip, ja. Gameplay-mäßig und so, da war ja jetzt nicht wirklich was vorhanden und so, ne? Das war ja im Prinzip einfach nur eine Story, die man verfolgt hat, sozusagen. Aber ich muss sagen, der Grafikstil an sich, den fand ich hier schon recht interessant und ja, auch wie das ganze Szenario so umgesetzt wurde, ne? Hier mit dem Hintergrund, dieses zerstörten Gebäude und so, dieses Grau in Grau. Ja, hier wurde einfach eine tragische Geschichte erzählt, irgendwie. Ja, die auch irgendwie schon stark zum Nachdenken anregt. Denn das Spiel heißt ja End of a World. Also nicht das Ende der Welt, sondern das Ende einer Welt. So, der Vater hatte ja im Spiel gesagt, dass die Tochter für ihn, also dass das für ihn seine Welt ist, ne? Und ja, das Ende kann man jetzt natürlich, also man hat es jetzt nicht wirklich gesehen, wie das geendet ist, aber man kann sich ja denken, wie das so weitergegangen wäre, beziehungsweise wie das dann auch so endet insgesamt. Ja, das Ende. Naja, also gut, die Hintergrundgeschichte, die kann man jetzt interpretieren. Ja, ist für dieses kleine Game ist aber auch nicht relevant. Wichtig war quasi nur jetzt, was man hier gesehen hat. Ob das jetzt hier einfach Dritter Weltkrieg war oder keine Ahnung. Ja gut, so eine richtige Apokalypse war es jetzt eigentlich nicht. Aber das war schon ein ziemlich heftiger Krieg. Ja, wo dann wirklich alles richtig zerbombt war. Unschuldige Leute sind gestorben. Ja, natürlich auch Soldaten sind gestorben. Aber ich sag mal, auch viele, viele Unschuldige, die da quasi total unbeteiligt dran waren. Ne? Ja. Und ja, wir haben es sozusagen ja aus der Sicht des Mädchens einfach gespielt. Ja, sie hat ja im Prinzip immer und immer wieder geträumt. Ja, aber weiß nicht. Also da wusste ich dann selber nicht manchmal, was ist jetzt real, was ist dann doch nur Traum, aber letztendlich war das wohl irgendwie so, dass er zwar geträumt hat, aber dass er das dann auch mit der Zeit tatsächlich erlebt hat, das, was er geträumt hat, ne? Und ja, das Haus war zerbombt, Mutter war tot, sie ist dann noch ein bisschen weitergegangen und dann am Ende ist auch sie gestorben. So, und der Vater hat ja gesagt, er geht dann nach Hause, ne? Und er hat ja vorher gesagt, ja, er muss gehen, weil nur so kann er sie beschützen, ja, und jetzt sind sie eben beide tot, Mutter und Tochter, ne? Und dadurch ist ja quasi dann,
Das ist dann für ihn quasi auch das Ende der Welt. Es ist zwar nicht das Ende der Welt, aber es ist das Ende seiner Welt sozusagen. Also so interpretiere ich das, ne? Und ja, und wie es jetzt geendet hat, ja. Vielleicht hat sich der Vater dann aus Kuba auch selbst umgebracht, ne? Weil, wie gesagt, seine Welt war halt untergegangen und dann ist er vielleicht mit ihr da untergegangen. Und dann, ja, das ist natürlich extrem bitter, ne? Ja. Dass es dann so enden musste quasi. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich weiß auch noch nicht mal, ob man sich da hätte richtig entscheiden können. Ob es jetzt wirklich richtig gewesen wäre, dass er jetzt da gekämpft hat oder dass er dann doch lieber bei denen gewesen wäre, bei seiner Familie. Wo ich jetzt halt tatsächlich, also ich persönlich wahrscheinlich eher bei der Familie geblieben wäre. Weil wenn man dann vielleicht untergegangen wäre, dann wenigstens auch gemeinsam, ne, und dann nicht immer so, ja, auf diese Weise, sage ich mal. Ja, das ist natürlich ein bitteres Ende. Aber ich finde, es wurde gut dargestellt. Auch mit dieser 1D-Grafik sozusagen. Und ja, die musikalische Untermalung hat das hier natürlich nochmal um einiges besser gemacht, sag ich mal. Ja, tja, wie gesagt, der ein oder andere, beziehungsweise bei dem einen oder anderen ist vielleicht eine Träne geflossen. Ja gut, ich kann nicht mehr weinen. So oft wie ich mein Leben schon durch gewisse Sachen weinen musste, sind einfach keine Tränen mehr übrig. Und ja, nee, aber vor allem für so ein Contentspiel war das echt ja, richtig gut gemacht auf jeden Fall, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja gut, und den Endbildschirm kann ich wohl auch nicht mehr wegklicken. Ja, gut. Dann war es das tatsächlich schon mit dem Projekt End of the World. Ja, finde ich auf jeden Fall, wie ich ja schon sagte, sehr gelungen für so ein kleines Contest-Game, ne? Interessante Grafik. Die tragische Geschichte wurde hier gut erzählt und rübergebracht. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Ja, sehr schön. So. Dann, das Nachfolgeprojekt wird dann eben quasi, beziehungsweise das nächste Spiel, was ich von Mr. Rabbit spielen werde, wird sich dann nennen, Was zur Hölle? So heißt das Spiel. Ich, ja, werde wahrscheinlich insgesamt 15 Spiele von ihm spielen in einem Durchgang. Die anderen beiden Spiele, die werde ich dann quasi irgendwann anders spielen, zu einer anderen, Zeit aus, Gründen, aber wie gesagt, mit End of the World war es das dann erstmal. Und weiter geht es dann mit dem Mr. Rabbit Spiel Was zur Hölle. So. Aber bis dahin würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.